Das erste Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping war offenbar ein Erfolg. Xi sprach von enormen Fortschritten in den schwierigen Beziehungen beider Länder. Und Trump versicherte am Ende der Gespräche, die von dem US-Angriff auf eine Luftwaffenbasis in Syrien überschattet wurden, es habe sich eine herausragende Beziehung entwickelt. Im Wahlkampf und in seinen ersten Tagen im Amt hatte Trump China noch als Währungsmanipulator beschimpft und mit Strafzöllen gedroht. Thank you very much.